Hallo liebe Freunde, mal so ein kleines Video außerhalb der Reihe. Hallo liebe Freunde, mal so ein kleines Video außerhalb der Reihe. Mal gucken, vielleicht entwickelt sich ja doch noch ein bisschen mehr draus, aber erstmal nur dieses eine kleine. Ich wurde darauf angesprochen, bei meinen ersten Videos war ich ja ein bisschen mehr und hab so, ne, auf jeden Fall war das Gesicht ein bisschen mehr, der Bauch war mehr, meine Arme waren mehr und so weiter. Wie hätte ich das dann gemacht? Weil ich kann ja schließlich nicht das, was ich hier koche, auch alles essen und trotzdem abnehmen. Doch, das geht. Zumindest bei mir. Weil wichtig ist oder wichtig war für mich, dass ich regelmäßig immer zu denselben Zeiten was gegessen habe. Dabei war es egal, wie viel. Es war vollkommen egal, ob es ein Schweinekrustenbraten war, ob es ein Salat war, war egal. Hauptsache, ich hatte gegessen und ich war nicht mehr hungrig. Weil das Schlimmste, was man machen kann, ist nämlich hungern. Dann will man irgendwann mehr und mehr und mehr essen. Da muss ich aber auch dazu sagen, da hat mir ein kleiner Trick beigeholfen. Nämlich der Trick, wieso ich sage, ich habe 15 bis 20 Kilo locker abgenommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel es genau war. Auf jeden Fall waren es mehr als 15 und so ein bisschen weniger als 20. Also ich schätze mal so 18 Kilo waren es. Nicht 28, Alter, ich komme ja auf 28. Dieser Trick ist nämlich ganz einfach. Man nehme einen wunderschönen großen Topf, passen ungefähr 5 Liter rein, mache den schön voll mit Wasser, bringe das gesamte Wasser zum Kochen. Dann, sobald es kocht, vom Herd ziehen und Zitronenscheiben reinschneiden mit allem drum und dran. Einzig, was er nicht braucht, ist das, wo es normalerweise am Baum dran hängt. Das könnt ihr schön raustrennen, weil das schmeckt nämlich scheiße. Aber sonst macht er schöne Zitronenscheiben, relativ egal wie dick, sollte aber nicht mehr sein so als 3-4 mm, weil dann kommt das Wasser halt nicht komplett überall durch. Sobald ihr das dann alles da drin habt, macht ihr den Deckel wieder drauf, lasst das Ding einfach nur abkühlen. Wenn es abgekühlt ist, so ungefähr nach 3 oder 4 Stunden, je nachdem wie viel Wasser ihr nehmt, weil je mehr Wasser, desto länger dauert es zum Abkühlen. Bei mir sind es ungefähr 3-4 Stunden. Dann nehmt ihr etwas, das ihr nicht im Supermarkt bekommt, sondern nur in der Drogerie. Das Zeug nennt sich Agavendicksaft. Ich mache hier jetzt mal keine Werbung, wo ich das hier her habe, bekommt ihr aber leider Gottes echt nur in der Drogerie. Ist auch nicht sehr günstig, sage ich ganz ehrlich. Also ich zahle für so eine Flasche, ich glaube, 5 Euro. Dafür braucht ihr aber auch nicht viel. Ihr nehmt pro Liter Wasser eine Zitrone, ungefähr, lieber eine mehr als eine zu wenig, weil es soll ja auch schließlich nach was schmecken. Und nehmt dann diesen Agavendicksaft und dort auf ungefähr 2 Liter einen Esslöffel voll. Ich mache das inzwischen nur noch per Hand, weil bei mir ist der Geschmack ein bisschen anders. Ich mag das dann doch eher ein kleines Tickchen süßer. Das bedeutet, ich mache da ein bisschen mehr rein. Ist ja nun auch nicht schlimm, wenn da ein bisschen mehr drin ist. Aber es ist halt geschmacklich etwas süßer. Und das durch keinen Kristallzucker. Ich habe es auch mit Stevia versucht, da war der Geschmack auch nicht schlecht, aber um ehrlich zu sein, es hat nicht gepasst. Also für mich hat es zumindest nicht gepasst. Nehmt auf gar keinen Fall Süßstoff, also diese kleinen Süßstofftabletten, weil die sind ja echt eklig und mal abgesehen davon, dass sie total eklig sind, sind sie auch noch schädlich. Finde ich zumindest. Da ist Stevia angenehmer und das Einzige, was ich über diesen Agavendicksaft lesen konnte, dass der so gefährlich wäre, weil da Fructose drin ist. Leute, Fructose ist in jeder verdammten Frucht drin, die zumindest einigermaßen süß ist. Wie gesagt, dann haut ihr das alles zusammen, lasst das schön stehen, bis es dann abgekühlt ist, so ungefähr auf maximal 30 Grad, so um den Dreh. Also so, dass ihr ohne Probleme diesen Pott anfassen könnt. Dann kippt ihr das durch ein Sieb, am besten in den anderen Pott rein oder wenn ihr es denn irgendwie hinkriegt, gleichzeitig das Sieb, eine Flasche und diesen großen Topf mit knappen 5 bis 6 Kilo Gewicht zu halten, könnt ihr es auch direkt in eine Flasche abfüllen. Aber ich mache das halt immer gern
erst in einen anderen Topf und diesen kleinen Topf, den nehme ich dann und kipp den dann in eine Flasche rein und fülle das für mich dann in Flaschen ab. Klingt erstmal komisch, aber es ist erstens bedeutend einfacher zu handhaben, nämlich indem man einfach nur die Flasche zumacht, irgendwo hinstellt und über den Tag verteilt dann so 1, 2, 1,5 Liter Flaschen trinkt davon. Das Wichtigste ist nämlich für mich gewesen, neben dem regelmäßig Essen, auch noch das genügend Trinken. Und zwar genügend Trinken ohne Kristallzucker. Ich habe in der Zeit sehr wenig Brause getrunken, kann man sagen. Ich will jetzt hier keine Firmennamen nennen, weil das wäre Werbung und ich kriege dafür kein Geld. Nein, Scherz. Ich will hier einfach keine Firmennamen nennen. Und so habe ich das dann halt echt geschafft abzunehmen. Ist ein bisschen weniger geworden. Ich brauche inzwischen Gürtel für die Hosen, nicht weil ich die Hosen irgendwie da halten muss, wo sie sind, weil sie spannen, sondern weil sie einfach so viel Platz haben, dass da inzwischen eine Faust reinpasst, so zwischen Hosenbund und mir. Ich hoffe, das hilft euch vielleicht, das gibt euch eine Antwort auf eine Frage, die ihr euch irgendwann mal gestellt habt, eventuell, wenn ihr meine Videos, mein erstes und mein letztes Video gesehen habt. Und es hilft vielleicht auch dem einen oder anderen, ein bisschen weniger zu werden, wenn er es denn möchte oder sie. Wie gesagt, mir hat es geholfen. Schreibt mal in die Kommentare, muss nicht heute sein, vielleicht irgendwann mal, ob ihr das auch schon mal versucht habt oder wenn ihr es jetzt das erste Mal davon gehört habt, ob ihr es dann versuchen werdet. Wenn ja, dann vielleicht noch mal kurz ein bisschen später, ob es bei euch auch funktioniert hat. Ich sag's euch gleich, es schmeckt im ersten Moment nicht gut. Es ist kein Zitronentee. Es ist nicht so der Zitronentee, den ihr aus dem Supermarkt kennt. Er ist halt aus frischer Zitrone und somit enthält er auch die Bitterstoffe von der Schale. Nur genau das sind die Stoffe, die ihr auch braucht. Ich hoffe, das Video hat euch etwas weitergeholfen. Es hat euch eine Frage, die ihr vielleicht noch nicht gestellt habt, beantwortet. Oder wenn ihr sie euch gestellt habt, hat sie sie euch beantwortet. Und somit wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Woche und noch einen schönen Tag. Bis dann.